Hallo liebe Menschen, der zweite Teil meiner Plastereihe und zwar in diesem Falle über biologische Abbaubarkeit bzw. Abbaubarkeit allgemein von Kunststoffen. Das ist der Triatera Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute ein Kunststoffthema, ein Thema zur Begrünung der Erde, was einige Berührungspunkte mit EM hat. Dazu kommen wir noch später. Wie man Kunststoffe zum Beispiel verfertigen kann, was für Kunststoffe besonders gut biologisch abbaubar sind, beziehungsweise was für Tricks es gibt, um Kunststoffe biologisch abbaubar zu machen. Ich musste das Video, ich habe es zuerst gedreht, ein sehr langes Video und habe jetzt nochmal ein kurzes Intro gemacht, damit wir das in drei Teile machen können, drei sinnvolle Teile. Und war eben jetzt der zweite Teil biologische Abbaubarkeit. Der dritte Teil kommt dann in ein, zwei Wochen mit dem gesundheitlichen Auswirkungen von Kunststoff, die speziell in den Beimengungen des Kunststoffs liegen, die da ausgasen oder die beim Abbau entstehen. Eine Sache ist vielleicht noch interessant, die jetzt in vieler Munde ist, ist Mikroplastik. Mikroplastik, die in den Flüssen, Gewässern, im Meer schwimmt, zum Teil, weil der Kunststoff einfach in kleinere Teile zerfällt und dann als Mikroplastik wenige Mikrometer, Millimeter groß unterwegs ist, zum Teil als tatsächlich Mikroplastik, die als Mikroplastik, als kleine Plastikkügelchen zum Beispiel schon in Zahncremes oder Kosmetik drin sind. Also das ist ein Thema, wahrscheinlich ein etwas übertriebenes Thema. Ich glaube nicht, dass das so eine riesen Auswirkung hat. Speziell wenn die Mikroplastik simple PE-Plastik ist, so wie wir sie hier haben, simples Polyethylen, was selber eigentlich ungiftig und unreaktiv ist, dann hat es nämlich eine ganz interessante Auswirkung. Es beschleunigt in gewisser Weise sogar die Biologie in der Natur, weil nämlich auf diesen Plastikteilchen, die schwimmen ja, das ist ja etwas Seltenes in der Natur, etwas, was relativ dauerhaft an der Wasseroberfläche beziehungsweise in bestimmten Wasserschichten schwimmt, dass es nicht gleich zu Boden sinkt. Und dann setzen sich eben auch gerne bestimmte Lebewesen auf diese Kunststoffe. Wir sehen das an dem, dem schwimmenden Plasselatschen im Ozean, wo man den rausfischt, an dem Stück unter Wasser 8 fette Muscheln dran sitzen, die da dran sitzen und Wasser filtern und ihren Lebensraum gefunden haben, der sonst eben im Ozean selten ist oder im Wasser. Und so ähnlich ist es auch mit der Mikroplastik. Auch die ist voller, dicht an dicht besetzt, typischerweise mit Mikroorganismen, die Nährstoffe aus dem Wasser dann verstoffwechseln. Die Mikroorganismen brauchen ja ganz oft eine Oberfläche, wo sie drauf sitzen können, damit sie überhaupt arbeiten können. Und das stellt eben diese Mikroplastik da zum Teil bereit. Und dabei werden sie wahrscheinlich immer auch ein bisschen an der Mikroplastik knabbern. Das ist ja auch nicht völlig unverstoffwechselbar. Da wird man immer mal ein bisschen mit abknabbern können, je nachdem, wie schnell man an diese Ketten rankommt und die Enzyme hat, um das aufzuknacken. Gibt es aber immer Mikroorganismen, die das können. Und auf der anderen Seite können die eben Schadstoffe und andere Stoffe im Wasser aufnehmen und abbauen, sodass es vielleicht kein Zufall ist, dass Mikroplastik gerne, Mikro- und auch größere Plastikteile gerne von Tieren gefressen werden, beziehungsweise relativ oft von Tieren gefressen werden, dass wir im Magen von Plankton, von den Kleinkrebsen oft auch Mikroplastik finden, dass vielleicht auch größere Teile Plastik, wenn da eben Besiedlung dran ist, das auch gerne mitunter in Mägen gefunden wird. Nicht nur, weil es so ähnlich ist und so ähnlich aussieht und die ähnliche Größe hat wie vielleicht Nahrungsstoffe, sondern auch, weil tatsächlich da einiges dran ist, was verdaubar ist. Und den unverdaulichen Teil scheidet man dann eben typischerweise wieder aus. Und das ist sozusagen so ein bisschen eine Beschleunigung der Biologie. Also das nur zum Thema Mikroplastik. Solange das Plastik selber relativ, also nicht mit Giftstoffen belastet ist, wie PVC zum Beispiel, was ohne Ende Weichmacher hat, sondern ein relativ inerter Kunststoff ist, wie Polyethylen,
ist Mikroplastik zwar eine Umweltbelastung, kann schon ein paar unerwartete Auswirkungen haben, aber wird jetzt nicht das Ökosystem komplett durcheinander bringen und Arten da gefährden und so weiter. Und auf eine gewisse Art und Weise trägt es sogar zu einer gewissen Beschleunigung und Verlebendigmachung der Biologie bei, was natürlich nicht heißt, dass es sinnvoll ist, das in die Umwelt zu bringen. Ja, also Mikroplastik, da nochmal ein interessantes Thema. Ja, und jetzt weiter mit der biologischen Und Abbaubarkeit von zwar, Kunststoff. Was ist denn die Möglichkeit, Kunststoffe biologisch abbaubar zu machen? So, wo habe ich meinen Zettel mit dem Kunststoff, die biologisch abbaubar sind? Und zwar ist da auch wieder ein bisschen viel Ideologie und Propaganda im Spiel. Die Tatsache ist, Moment, die Sonne blendet. Die Tatsache ist, dass man auch aus Erdöl und Erdgas Kunststoffe herstellen kann, die biologisch gut abbaubar sind. Also man muss nicht unbedingt, das ist ja immer so, wenn ich meinen Kunststoff aus Mais herstelle oder aus Kartoffeln, was gibt es noch, Disteln und so weiter, dann ist er biologisch abbaubar. Nee, so funktioniert es nicht. Kunststoff ist biologisch abbaubar, wenn die Mikroorganismen, wenn der Stoff selber überhaupt für die Mikroorganismen verstoffwechselbar ist und wenn der sozusagen Angriffspunkte hat, wo die Mikroorganismen rankommen. Ja, in so einem fetten Stück Kunststoff ist es schwierig, so wie den Eimer, den hier zu zersetzen. Aber Kunststoff, der sozusagen Sollbruchstellen eingebaut hat, wo man die sich vielleicht in Wasser auflösen oder so, die sich mit der Zeit der Sonne oder so, dass er relativ schnell in kleine Teile zerfällt, wo dann Angriffspunkte für Mikroorganismen sind, das würde relativ schnell zerfallen. So, egal ob aus Erdöl oder Erdgas oder aus nachwachsenden Rohstoffen. Und dann baut man sozusagen da so ein paar, einen gewissen Anteil an Sollbruchstellen ein. Das wäre so eigentlich der Punkt. Und das ist ziemlich kompliziert, weil sobald man, der Kunststoff wird ja oftmals in einer Art Raffinerie bei bestimmten Drücken, bei bestimmten Temperaturen gekocht, polymerisiert, also verbunden. Und das ist ein ganz schön schwieriger, komplexer Prozess. Und so hat man die Temperatur 5 Grad höher, den Druck ein bisschen niedriger, da mehr Katalysator, schon hat man eine etwas stärkere Polymerisation, eine Verkettung, was dann dazu führt, dass die Mikroorganismen wiederum nicht so gut angreifen können. Also das ist ganz, ganz schwierig, da den richtigen Punkt zu erwischen. Deswegen hat man ganz oft biologisch abbaubare Tüten im Handel und dann stellt sich raus, die bauen sich überhaupt nicht ab. Also die sind im Kompostwerk, überleben die Kompostierung relativ problemlos und sind nach einer 6-wöchigen Heißkompostierung immer noch da, verflucht nochmal, angeblich sollen das biologisch abbaubare Tüten sein. So einfach ist es also nicht, diesen Punkt zu erwischen, wo sie biologisch abbaubar sind. Da ist richtig Know-how gefragt, das richtig zu machen. Und eine der Möglichkeiten, um das zu tun, ist da verdaubare Sachen mit einzubauen im Kunststoff. Ne? Also eine Sache wäre zum Beispiel Milchsäure, dass man Kunststoff entweder mischt damit oder das direkt daraus herstellt aus verketteter Milchsäure, verketteter Zucker, Polyester. Und wichtig sind dabei immer der Grad der Verkettung, die Angriffspunkte für die Enzyme. Eine Variante ist auch einfach sowas wie, also Kaffeegrund zum Beispiel war mal im Gespräch lange Zeit und wurde für alle möglichen verrückten Anwendungen ausprobiert und eine der Anwendungen war Kaffee in Kunststoff zu mischen. Also Kaffeegrund, ausgelaugten Kaffeegrund. Das ist quasi so eine Art holziges Material, was noch eine ganze Reihe von diesen Inhaltsstoffen von Kaffee hat, was eine gewisse antimikrobiologische Wirkung hat, also dass es bestimmte Mikroorganismen unterdrückt, die jetzt zum Beispiel Gerüche produzieren und Fäulnis produzieren. Und es würde Angriffspunkte bieten, eben wenn man ein bisschen Kaffeegrund oder einen ähnlichen biologischen Stoff mit in Kunststoff mischt, dann könnten da Mikroorganismen angreifen, den anfangen
zu zersetzen und dementsprechend dann auch den Kunststoff mit der Zeit zu zersetzen. Also das ist, und das muss wie gesagt nicht unbedingt mit Mais oder Raps oder Kartoffeln oder so angebauter Kunststoff sein, worauf man das dann herstellt. Das kann auch aus Öl hergestellt werden, wenn man eben nur gewisse Angriffspunkte für die Mikroorganismen lässt. Eine Variante der Angriffspunkte wären zum Beispiel das Steinpapier. Weiß ich gar nicht, ob die das probiert haben, aber gucken Sie mal hier, was ist das? Das war, da steht es drauf, vom Parlament der Bäume, Künstler Ben Wagin. Und der hat diese Tasche und noch einige andere Sachen gemacht. Und das ist Steinpapier. Dieses Papier besteht zu 80% aus Kalkstein. Ist verdammt widerstandsfähig, ist unzerstörbar. Ist kein Holz drin, null Papier quasi. Es ist Kunststoff mit 80% Kalkstein. Gemahlener, feinst vermahlener Kalkstein, der gemischt wird mit dem Kunststoff. So ähnlich wie hier mit dem Kunststoff und dem EM-Keramikpulver. Hier machen wir das, damit dieses EM-Keramikpulver hat positive Auswirkungen auf die Mikrobiologie. Es hat auch ein bisschen eine Fernwirkung, aber durch die Struktur irgendwie, durch elektromagnetische Strahlung, keine Ahnung, aber auf jeden Fall im Kontakt, wenn Mikroorganismen mit diesem mit EM hergestellten Keramik in Kontakt kommen, dann wird es eher weniger Fäulnisprozesse geben und mehr Fermentation, mehr milchsaure Prozesse, mehr Hefen. Das ist das, was wir mit diesem EM-Keramik erreichen. Und wenn wir das in Kunststoff einmischen, dann sind zum Beispiel die Fermentation in diesem Kunststoffeimer, wir möchten ja, dass die, das ist ja der Toiletteneimer bei uns, wo dann die Fäkalien reinkommen von unserer Komposttoilette, und das soll sicher fermentieren, und um diese Fermentation da drin zu unterstützen, dass es nicht irgendwie fault und stinkt, haben wir einen weiteren Clou eben eingebaut, eben hier diese EM-Keramikpulver in dem Kunststoff. Also hat ja auch eine biologische Dimension, aber es geht noch nicht um die Abbaubarkeit. Und hier hat es die Dimension, dass es Papier sparen soll, also Holz sparen soll, Bäume sparen soll. Und da haben sie eben 20% Kunststoff, Harze, Resin schreiben sie immer, und 80% Kalkstein in dem Falle. Aber es wären auch andere Gesteine denkbar, andere Sachen denkbar. Das hier ist ein kleines Büchlein. Man kann tatsächlich, also wenn man zu den entsprechenden Firmen geht, Druckereien geht, man kann sich sein komplettes Buch oder Infomaterial oder was auch immer auf Steinpapier drucken lassen. Das ist ein Notizbuch auf Steinpapier. Das sieht aus wie Papier, es fühlt sich an wie Papier, vielleicht ein bisschen glatter. Man kann da mit Bleistift und Kugelschreiber und allem drauf schreiben. Interessant ist das für Taucher, weil es absolut wasserfest ist. Das heißt, die Taucher, die das, die mitunter Notizen machen müssen unter Wasser, die haben dann typischerweise einen Bleistift und können solches Papier dafür nehmen. Unter Wasser ein wasserfestes Papier, ein Steinpapier. Ist eine Spezialanwendung, aber immerhin. So, ich glaube nicht, dass Steinpapier sonderlich gut zerfällt. Also es ist jedenfalls deutlich widerstandsfähiger und länger haltbar definitiv als normales Papier. Normales Papier, Bücher zerfallen ja irgendwie nach 100, 200 Jahren aufgrund der Zellulose und der Säure da drin. Das würde hier nicht passieren, das würde also an sich schon sehr viel länger halten. Aber eigentlich ist Kalkstein, naja, je nachdem wo es ist, wenn es im Wasser in Kontakt kommt und so, oder im Boden ist, es würde mit der Zeit sich auflösen. Kalkstein ist Calciumcarbonat, CaCO3. Und mit Wasser löst sich das auf zu Calcium gelöst, Ca2+, und HCO3, Calcium, CO3, zweimal. Also sprich, da kommt dann noch Kohlendioxid dazu und löst sich auf, und dann haben wir den Kalkstein gelöst. Das passiert zum Beispiel im normalen Boden. Wenn man Kalkstein mit Kalkstein düngt, also kalkt, nicht mit gebranntem Kalk, sondern mit Kalkstein, mit Calciumcarbonat, dann dauert das eine Weile,
Monate, Jahre, bis Wasser und Elemente und Wurzeln, die da auch helfen, aber Wasser, im Wesentlichen Wasser und CO2, dazu führen, dass sich der löst. Und dann hätten die Mikroorganismen hier Angriffspunkte in dem Papier. Man muss es wahrscheinlich nur richtig machen. Oder in dem Kunststoff. Man muss es nur richtig machen, dass der sich tatsächlich irgendwann im Wasser auflöst. Und dann würde sich hier Angriffspunkte für Mikroorganismen bieten und dann könnten die den Rest davon auffuttern. Also das wären so ein paar Ideen, an bestimmten Punkten einen biologisch abbaubaren Kunststoff. Zunächst mal wichtig zu merken, man kann biologisch abbaubaren Kunststoff auch aus Öl und Gas herstellen. Es kommt darauf an, wie stark man ihn verkettet und dass man Angriffspunkte für Mikroorganismen und Wasser zur Lösung, zum Abbau schafft. Und dabei können Varianten sein, dass man da ein bisschen Zucker mit einarbeitet, dass man ein bisschen Milchsäure mit einarbeitet, dass man Kalkstein, Keramikpulver, Zeolith mit einarbeitet. Da gibt es sicherlich ein paar Ideen, um diese Angriffspunkte zu schaffen, dass sich das dann innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten oder Jahren, je nachdem, das muss man dann designen, bis in welchen Temperaturen, in welchen Zeiträumen das dann zerfallen soll, und dann entsprechend gucken, dass man da einen tatsächlich abbaubaren Plastik hat, der sich nicht jahrhundertelang in der, jahrzehntelang in der Umgebung akkumuliert, sondern der dann tatsächlich, wenn er denn mal im Müll, im Meer und sonst wo landet, dann tatsächlich auch relativ schnell zerfällt. Ja, Moment, nehme mal einen Zettel. Ja. Ansonsten die große Lösung, meiner Meinung nach immer noch energetische Nutzung des Kunststoffes, dass der in entsprechenden Anlagen, Zement, Hochöfen, Kraftwerke, Müllverbrennungsanlagen mit verbrannt wird, weil er eben so viel Energie hat, eigentlich genau wie Öl, und von daher kann er 1:1 Öl oder eben sogar Kohle ersetzen. Okay, das war der zweite Teil, biologisch abbaubare Kunststoffe, die einen Teil des Plastikproblems lösen können und einen Teil unserer Umweltprobleme mit Kunststoff lösen können. Und jetzt also quasi bis nächste Woche. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache mit dem Video weiter. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Nächste Woche werden wir besprechen, was heißt nächste Woche, wahrscheinlich in 2-3 Wochen, werde ich das Video dann freischalten, wo es darum gehen soll, wie der Kunststoff und die Kunststoffhormone, Plasterhormone uns bedrohen, uns als menschliche Spezies bedrohen, unsere Fortpflanzung, unsere Psyche, unsere Biologie selber bedrohen und das heißt unsere eigene Gesundheit, und darum soll es nächste Woche gehen, was da die Gefahren und was da die Möglichkeiten sind. Schnitt, ein kleines Detail habe ich noch vergessen, und zwar wie Kunststoff verbrennt. Ihr habt ja die verschiedenen Arten von Kunststoff jetzt genannt, aber das ist tatsächlich interessant, dass Polyethylen und auch Polypropylen, also den Kunststoff, den wir verwenden, der verbrennt ohne Ruß, ohne Stickoxide, ohne Dioxine, die da eventuell entstehen, oder eben auch mit einer völlig farblosen und geruchlosen Flamme. Und das heißt, der Rolf Zimmermann hat damals mal gesagt, das Zeug brennt wie Holz. Also es brennt, kann man im Grunde in den Ofen schmeißen, und es ist rückstandsfrei verbrennbar. Es brennt genauso gut und noch sauberer eigentlich als Holz. Speziell Polyethylen, Polypropylen, die einfachen Kunststoffe, ohne Beimengen, ohne Chlor, nicht Polystyrol, das sind dann schon Sachen, die wieder ein bisschen schwieriger verbrennen und Ruß machen können und auch mit farbiger Flamme verbrennen, ein bisschen gefährlich. Aber an diese Kunststoffe hier, Polyethylen, Polypropylen, die wir verwenden für unsere 3,5 Liter Eimer und für die
Polyethylen in dem Fall für die Flaschen und für die Eimer, tatsächlich so sauber, dass man die wie Holz verbrennen kann. Nur ein Hinweis darauf, dass das wahrscheinlich tatsächlich der Kunststoff der Zukunft ist, Polyethylen. Ja, ansonsten noch ein kleiner Hinweis, ich bin ja jetzt schon in Brasilien, wir haben ein paar Videos voraufgenommen und ich werde 4 Monate da sein, weil ich eine brasilianische Familie habe und wir Teil des Jahres immer dort verbringen, Teil des Jahres hier. Dort wird natürlich weitergearbeitet, auch geforscht in Richtung Terra Preta. Und ich bin weiterhin elektronisch und per E-Mail und telefonisch zur Verfügung. Werde aber es noch nicht schaffen, wahrscheinlich in der Frequenz die Videos aufzunehmen. Mal schauen, vielleicht schaffen wir da zu Neujahr oder so nochmal wieder welche. Aber es wird auf jeden Fall dann die nächsten Wochen etwas dünner werden, dass es vielleicht nicht jede Woche ein Video rauskommt. Alles klar, weiter mit dem normalen Text.